Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Ich werde Sie bewegen von und mit Jasmin Waldmann. Das bin ich. In diesem Podcast geht es um Gesundheit, um Fitness, Ernährung und Bewegung. Und das Thema heute ist bei Stress einmal durchatmen und wie Sie ganz spielend einfach Einschlafprobleme lösen können. So oft gehört und so oft schon getan und was Sie jetzt auch tun, hoffentlich. Die Frage ist nur wie. Das Atmen, richtig. Wir hörten es vielleicht schon einmal, wenn wir bei einer Meditation oder Entspannung teilnahmen. Vielleicht aber auch nicht. Es geht ums Luftholen, um das Atmen. So einfach und doch so essentiell. Ich rede lieber von Atmen als von der Atmung. Denn ein nominalisiertes Verb ist mir zu starr hier an dieser Stelle. Atmen ist kein fester Zustand, ist nie gleich. Sind wir im Stress, atmen wir sehr flach. Unser Körper, so scheint es, hat diesen Zustand als normal abgespeichert und schaltet gar nicht mehr auf tiefe Atmung um. Ups, fällt gar nicht so sehr auf, nicht wahr? Unserem Körper jedoch absolut. Wir sind dann mal in einem Kurs wie Pilates oder Yoga und wir wissen eigentlich nicht so recht oder sind auch überfordert oder sogar überreizt, weil wir mit dem ganzen Gerede von der tiefen Ein- und Ausatmung nicht allzu viel anfangen können. Als Beispiel nach dem schleppenden Treppenaufstieg müssen Sie vielleicht auch eine kleine Pause einlegen, um vernünftig Luft zu kriegen. Erstmal Luft holen, dann geht's weiter, also flach weiteratmen und weiterleben. Was passiert denn eigentlich, wenn wir so tief in uns ein- und ausatmen? Ihr Gewebe wird besser mit Sauerstoff versorgt und Blutdruck und Puls senken sich ab. Das sind dann Resultate, wenn Sie tief atmen. Auch Ihr Geist beruhigt sich dadurch. Also heißt das, wenn wir nicht genügend tief atmen, dass unser Körper nicht richtig arbeiten kann. Und zwar wegen des fehlenden Sauerstoffes. Auch unsere interne Müllabfuhr funktioniert viel besser, wenn wir tief atmen. Schlackstoffe, Reststoffe, alles, was der Organismus nicht mehr braucht, kommt raus. Josef Pilates, der die gleichnamige Methode ins Leben rief, nannte das auch die innere Dusche. Das ist ein schönes Bild, würde ich sagen. Und das im wahrsten Sinne. Wenn Sie wieder tief atmen, wirkt sich das auch auf Ihr Äußeres aus. Ihre Haut wird nur so vor Elastizität sprühen und fit sein. Ihre Gesichtsmuskeln werden sich entspannen. Sie werden mehr innere Ruhe ausstrahlen, werden sich besser fühlen und ausgeglichener sein. Denn unsere Nervenbahn funktioniert mit Sauerstoff besser und vor allem unser Gehirn benötigt Sauerstoff, sonst sterben Gehirnzellen ab. In diesem Sinne nehmen wir doch öfters am Tag tief Luft. Wenn Sie wollen, nehmen Sie Folgendes für sich aus diesem Podcast mit. 4-mal täglich 5 Minuten tief atmen, entweder fest in den Tagesablauf integriert oder zwischendurch, wenn Sie eben Zeit haben. Am besten ist beides kombiniert. Zum Beispiel morgens nach der Dusche, vor dem Kaffee, beim offenen Fenster oder vor dem Nachhausekommen als sozusagen Trenner zwischen Beruf und Privatleben. Und dann noch 2-mal zwischendurch, beispielsweise nach dem Essen. Ich denke, 5 Minuten werden Sie erübrigen können oder vielleicht auch an anderen Stellen einsparen können. Also nutzen Sie doch mal Ihre Zeit ein wenig anders. Sie können für 5 Minuten zum Beispiel auch das Radiogedudel ausmachen und einfach mal so atmen. Wäre das ein guter Start für Sie? Oder wenn Sie regelmäßig Sport machen, bevorzugt Ausdauersport, können Sie mal mit der intensiveren Atmung einfach spielen. Also Hausaufgabe für Sie, 4-mal 5 Minuten täglich atmen. Sie werden merken, dass Ihnen einige Gedanken kommen werden. Lassen Sie es passieren, im wahrsten Sinne. Halten Sie keine Gedanken fest, sondern freuen Sie sich darüber und vertrösten ihn auf einen späteren Zeitpunkt. Letzter Tipp für Menschen, die Einschlafprobleme haben. Einige meiner Klienten haben dies auch. Hier verrate ich Ihnen einen Trick. Sie erahnen es sicherlich schon ein bisschen, richtig? Sie haben recht. Eine Lösung kann Atmen bringen. Doch wie genau? Sie liegen also im Bett. Das helle Licht der Glühbirne schläft schon lange und Sie noch nicht wirklich. Sie warten und drehen sich und warten und drehen sich. Da kommt nett, wie Sie sind, auch schon mal schnell Ideen, Aufgaben, Erinnerungen und so weiter. Also machen Sie vielleicht das Licht doch wieder an. Warum soll auch das irgendwie schlafen, wenn Sie es nicht können? Dann schreiben Sie sich vielleicht noch kurz was auf oder lassen das Licht aus, weil Ihr Partner das manchmal gar nicht so lustig findet. Vielleicht liegen Sie auch im Bett und fangen das Grübeln an. Lange Rede,
Tiefer Atem. Machen Sie nun Folgendes. Denken Sie ab heute nicht mehr an Probleme, sondern an Lösungen. Atmen Sie langsam und tief ein. Zählen Sie bis 10. Anfangs geht es meistens nicht über 5, außer Sie zählen unwahrscheinlich schnell. Darin kann man sich allerdings sehr schnell üben. Dann halten Sie kurz Ihren Atem und mit der Ausatmung zählen Sie von 10 runterwärts bis 1. Versuchen Sie, Ihren Atem ökonomisch einzusetzen. Es soll heißen, nicht gleich alles Pulver verschießen. Teilen Sie sich die Luft etwas ein, ist ja kostbar. Wir machen das mal kurz zusammen, damit Sie nicht mit blanker Theorie das Hören dieses Podcasts verlassen. Nehmen Sie bitte eine ganz bequeme Liegeposition ein. Wenn Sie unterwegs sind, auch gerne sitzen bleiben. Schließen Sie, wenn Sie möchten, die Augen. Nun vertiefen und verlangsamen Sie Ihre Atmung. Dann beginne ich zu zählen. Einatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurz halten und ausatmen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und noch einmal. Ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halten und ausatmen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kehren Sie wieder zu Ihrer normalen Atmung zurück. Nehmen Sie einige Atemzüge, insbesondere bei niedrigem Blutdruck ein paar flachere Atemzüge mehr. Ich nehme an, Sie wären anfangs schneller gewesen beim Zählen, richtig? Hat es Ihnen gut getan? Haben Sie unter 10 gar keinen Platz mehr zum Einatmen gehabt? Keine Sorge, das wird sich bald ändern. Es soll auch nicht alles perfekt sein. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie dieses kleine Atemspiel zum Einschlafen machen, kommen Sie nicht über 10-mal von diesen tiefen, besonderen Atemzüge hinaus. Vorher schlafen Sie ruhig und fest ein. Lassen Sie sich überraschen, es wird wirken. Übrigens können Sie auch bei Ihrer Hausaufgabe zählen. Das erleichtert anfangs das Nicht-Denken. Ich hoffe, Sie verstehen nun das Atmen doch ein wenig tiefer gehend als anfangs des Podcasts. Übrigens können Sie auch diese Atemübung machen, wie ich sie gerade oben beschrieben habe, wenn Sie sich sehr gestresst fühlen oder Sie unheimlich aufgeregt sind und aber wenig Zeit da ist zum Abregen. Mit der Atemtechnik geht das herrlich. Ich fasse kurz zusammen für Sie. Erstens Hausaufgabe 4x5 Minuten täglich atmen. Gerne auch das zählende Atemspiel anwenden. Zweitens bei Stress einige tiefe Atemzüge nehmen, gut sind mindestens 5 Stück. Und drittens, bei Einschlafproblemen die Atmung zählen. 1 bis 10 ein und von 10 bis 1 ausatmen. Berichten Sie mir gerne über Ihre Erfahrungen, die Sie machten. Bei Fragen können Sie mir gerne schreiben unter mail@jasminwaldmann.de in einem Wort. Und wenn Sie weitere Informationen haben möchten, unter www.jasminwaldmann.de finden Sie auch da weitere Infos. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie in Bewegung. Ihre Jasmin Waldmann.